So, hallo Leute. Wir wollen heute in dieser Folge, oder wollten, Kristallfarmen gehen. Aber es gibt eine kleine Planänderung. Und zwar habe ich mich im Internet mal schlau gemacht. Es soll hier irgendwo, also wir sind hier ungefähr bei, also horizontal 50, vertikal 80, nee, vertikal... Horizontal 53, vertikal 80 ungefähr da. Und es soll hier, so habe ich mich erkundigt, irgendwo eine Höhle geben. Und da kann man anscheinend auch Kristall farmen. Weil der Berg, da waren zwar ein paar Kristallteile da, aber der war mir ein bisschen zu weit weg. Deswegen schauen wir da mal. Wir suchen jetzt mal die Höhle. Ich weiß nicht, ob der Ankühler da überhaupt reinpassen würde in die Höhle. Oder ob Dinos generell in der Höhle können. Das erfahren wir dann. Also, ich habe jetzt so eine Karte angeschaut, wo die ganzen Kristallspots auf dieser Map sind. Und die Höhle war da auch angezeigt und die war halt ungefähr nördlich von meiner Base. Irgendwo hier anscheinend. Jetzt irgendwie in einem Ponto vorbei. Moin. Ich würde jetzt schon mal anfangen zu suchen. Aha. Oben ist hier so ein kleines Möbel. Da der Eingang. Nee. Also irgendwo hier soll es sein. Das ist blöd, dass man auf dem Map nicht angezeigt wird. Ich weiß, man kann es einstellen, aber... Also, dass man auf dem Map angezeigt wird, aber ich habe das jetzt einfach mal nicht gemacht. Ich werde es vielleicht in Zukunft machen, dass wir auf dem Map angezeigt bekommen, wo wir jetzt stehen. Muss ich eventuell die Felsen da wegkauen. Liegt schon wieder so eine Möbel. Ah, da ist eine Höhle. Ich werde aber nicht zu tief reingehen, glaube ich, weil... Weil ich glaube, die sind gefährlich, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Schauen wir jetzt einfach mal. Ich will jetzt auch nicht meinen Akkühler verlieren, dieses Ding. Kommt er da überhaupt ran? Oh Scheiße, er kommt da gar nicht ran. Hm. Na doch. Ein bisschen. Ich bin ja voll, warte mal. 108 Kristall. Stein haben wir mal raus. Das Holz können wir auch mal raushauen. Ist jetzt schon voll, so ein Mann. Hier können wir auch mal Steine raus haben. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Oder wie mache ich es denn am besten? Ich überlege gerade, wie es am schnellsten geht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir bauen hier kurz so eine Kiste hin und holen dann die Kristallteile mit dem Para ab, weil der hat ja mehr Gewicht und der läuft auch ein bisschen schneller. Holz,
Kiste. Kiste, das brauchen wir. Rohrbräuner. Ich glaube, so geht's viel schneller, als wenn ich jetzt zurücklaufe mit dem Ankylo. Na. Stell's mal hier hin. Ich dachte, dass der Ankylo-Kristall auch also das Gewicht halbiert im Inventar, aber scheint nur beim Metall so zu sein. So. Dann geht's wieder rein. Kommt da noch was raus? Kommt da gar nicht mehr ran. Oder ich hab eine Idee, ich versuche mal dahin zu springen. Mit der Axt. Also bitte. Ne, ich komme da nicht ran. Wird kein Sch vergessen. Da müsste er eigentlich rankommen. Da oben keine Chance. Da kommt der nicht dran. Was raus? Was baut denn da ab? Ich hol's einfach nur mit der Kristall mit Metall. Können wir mal anders holen. Was ist denn das? Hier springt mich jetzt nichts an, oder? Ist nix. Kann man das abbauen? Geben wir einen Kühler vielleicht? Nö. Damit kann man doch bestimmt irgendwas anfangen später. Das steht da nicht ohne Grund so leuchtend dran. Mal nochmal glaub zurück und oh, der wiegt jetzt schon zu viel. Man so folgen. Das nehme ich. Oder bleib nur mal hier. Ich geht glaube ich schneller, wenn ich kurz selber hingehe. Da versuche ich mal später mit dem. Ich muss gerade sagen, mit dem Petri, aber ich kann ja nicht während dem Fliegen was abbauen. Vielleicht mache ich eine Leiter hin oder so, ich weiß nicht. So. Böde. Hier neben zu hingehen. So bleibt schön. Also die Höhlen sind nicht gerade
Ja. Ich glaube, die sind schon gefährlich. Ich weiß gar nicht so, ob welchem Level man, also beziehungsweise welche Ausstattung man in die Höhlen gehen sollte. Ob man das schon so in einem Stadion schafft, die ganzen Höhlen abzuerkunden. Oder erst mit bestimmten Dinos, das weiß ich gar nicht. Aber ich gehe jetzt nur wegen den Kristallen rein. Ja. Wir können mal, wenn wir unseren Sabertooth, weil der ist ja ein bisschen kleiner, den mal gescheit gelevelt haben, mal weiterlaufen. Ich glaube, der Ankylo, der wird nicht überall reinpassen, oder? Gibt's hier irgendwo Wasser? Vielleicht? Nee. Wurscht, haben wir auch. Ich glaube, ich gehe mal was trinken kurz. Weil der kippt mir sonst um. Hier vorne ist eine Wasserstelle. Schauen wir mal schnell. Ist doch dieser eine Fluss mit dem Kanu gewesen. Oh nein. Hoffen wir mal, dass hier nichts ist, was uns angreift. Oh fuck. Der Troll hat uns gerade irgendwie ignoriert. Jetzt mal ist uns ins Gesicht. Da läuft ein Parallel. Ich muss mal kurz die Gegend abchecken, bevor ich ins Wasser gehe. Da sind noch mehr Troodons, da ist ein Raptor. Ich will nur kurz was trinken, dann bin ich weg. Lass mich bitte in Ruhe. Und weg bin ich. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist eure Baustelle. Ich wollte nur ans Wasser. Wieso hat der Troodon mich nicht angegriffen? Ich war doch einen Meter weg von ihm. Greifen die nur in bestimmten Mengen an? Also wenn die in einer Gruppe sind? Letztes Mal war der aber auch alleine. Weiß ich nicht. Vielleicht nur wenn es nachts ist? Könnte es sein? Also dass er uns tagsüber ignoriert und nachts greift er uns an? Weiß ich nicht. So. Also viel weiter würde ich jetzt auch nicht reingehen. Wir haben glaube ich schon 300 oder so Kristall. Wir brauchen hier nur das Kristall für unser Gewächshaus. Da haben wir schon alles. Da kommt er gar nicht ran. Versuchen wir irgendwie da drunter zu stehen. Der baut das da unten ab. Soll ich mal versuchen. Von da oben irgendwie ran? Nee, oder? Schon mal schnell. Fuck. Ich baue mal zuerst das da hinten ab. Ich glaube, da kommt er ran, oder? Wenn ich hier mal das Zeug da wegräume. Was nicht geht. Ach komm. Muss ich vielleicht da hinspringen? Da hinten ist noch mehr Metall, Kristall. Hoch. Ja. Wir bauen das mit der Axt nicht so viel ab. Also mit der Pickaxt, oder wie das heißt. Wenn wir dahinter irgendwie. Ah, ja, super. Nice. So. Das wären nochmal 200 fast. 80. Das da oben müssen wir halt irgendwie
können wir. Müssen wir irgendwie hinspringen. Nehmen wir einen Anlauf. Ja, das wird jetzt aber ewig dauern. Oder? Das ist mir zu blöd, gerade. Ich laufe mal, oder beziehungsweise ich mal die Sachen auch nochmal zurück. Dann laufen wir mal ein Stück weiter noch. Wir nehmen einfach so viel mit, bevor es zu gefährlich wird. Wenn wir irgendwie ganz viele Kreaturen sehen, laufen wir wieder zurück. Gibt's einen Dino, der. Also ein Tier, das auch Kristall halbiert im Inventar, also von dem Gewicht her. Oder was vielleicht auch generell einfach besser Kristall abfarmt als der Ankylo. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach für jede Ressource so ein Tier gibt. Welches die. Welches das Gewicht reduzieren kann. Sind wir hungrig? Na toll. Wieso denn? Wir sind auch fast wieder komplett verdurstet. Wegen dem Rennen oder was? Eigentlich. Sag mal, vielleicht finden wir irgendwie ein paar Beeren oder sowas draußen. Kann man das essen? Ne, kann man nicht. Okay. Moin. So. Wird wahrscheinlich kaum was bringen, aber... Immerhin. Wir gehen jetzt noch ein kleines Stück weiter mit dem Ankylo. Der hat ja jetzt schon 500 oder so hat er abgefarmt. Das sollte für das Gewächshaus reichen. Denke ich mal, keine Ahnung. Vorne war noch eine Ader. Hört ihr das? Oder sind wir das? Ich dachte, ich habe irgendwas kämpfen hören oder sowas. So Leute, es gab einen kleinen Cut. Ark ist bei mir abgestürzt schon wieder. Also das zweite Mal jetzt. Es gab einfach so eine Fehlermeldung. Wir haben aber nicht viel gemacht. Also es ist nicht dazwischen viel passiert. Ich bin mit dem Ankylo einfach noch ein Stück weitergelaufen. Also wir standen ja da vorne. Unter dem Kristall da. Und wir haben hier das hier noch abgebaut. Und sind jetzt hier, haben die Ader abgebaut. Es sind bis jetzt keine Kreaturen oder sowas aufgetaucht. Was ich jetzt kurz mache ist, er hat noch Kristall im Inventar. Ich würde das noch in die Base bringen. In die Kiste rein. Und ich würde dann in der Base kurz was essen, was trinken. Weil ich will noch ein Stück weiter rein in die Höhle. Also mit dem Ankylo, soweit es geht, noch rein. Und es geht halt nicht, wenn wir die ganze Zeit hier verhungern. Wie man sieht, ist die Benommenheitsanzeige auch schon halb voll. Ich will jetzt nicht umkippen. Ich sehe nichts.
Genau, deswegen der Plan, wir leeren kurz sein Inventar. Oh fuck, es ist schon dunkel. Und dann kurz was zum Essen und Trinken holen und dann gehen wir... Ach du Scheiße. Und dann gehen wir... in die Höhle weiter, ganz kurz. Okay. Wir sind umgefallen. Wir gehen mal jetzt sofort in die Höhle. In die Base, sorry, nicht in die Höhle. Ich dachte, die Anzeige muss komplett befüllt werden, bevor man umkippt. Und nicht irgendwie schon bei der Hälfte. Ich sehe nichts. Also ich habe Gamma wieder auf 2,5 eigentlich. Aber es ist trotzdem dunkel. Ich glaube, weil wir tatsächlich so also wegen diesem ganzen Zeug umrum. Ich will jetzt auch nicht rennen, weil je mehr ich renne, umso schneller fühlt sich die Benommenheitsanzeige. Da vorne ist die Base. Ah, ja. Ich laufe schon richtig, ne? Ich glaube schon. Ah, ne. Das ist dieser See, wo wir den Biber. Also, wo die ganzen Raptoren und so waren. Unsere Base ist hier hinten. Ich bin halt auch gleich tot, ne? Wegen dem. Also, wie. Schaffe ich das noch? Ich glaube, ich trinke zuerst was, bevor ich was esse. Schnell was essen. Ich nehme mal kurz das Zeug und nehme mal das ganze Ding mit. Damit wir uns heilen. Die Flasche befüllen wir auch mal. Ich hatte doch noch eine Trinkflasche irgendwo. Oder habe ich die weggeschmissen? Oder wir reparieren mal kurz die Fackel. Ganz kurz. Ich sehe nichts. Ganz kurz. Witze. Feuersteinruine. Ich weiß nicht, ob das noch in der Aufnahme drin war, ich glaube schon. Mein Plan war ja, dass ich mit dem Para hingehe und... Warte mal, das Zeug kann ich sogar gebrauchen. Für den hier. Ja.
Der Plan war ja, dass wir dann Kristallteile mit dem Pfarrer abholen, deswegen würde ich ihn jetzt auch gleich mitnehmen. Erst sortiere ich mal das Holz da weg. Bis mal kurz da rein. Später können wir wieder alles sortieren. Das Zeug kann man ganz ehrlich wegschmeißen. So. Dann geht's wieder zurück zur Höhle. Also er geht nicht in die Höhle natürlich, aber der passt doch gar nicht rein. Er wird das Kristall tragen für uns. Hier irgendwo war es doch, oder? Wann die Höhle jetzt? Verpiss dich doch. Ja. Ich würde ihn nicht so draußen stehen lassen, nicht damit er angegriffen wird. Ich lasse ihn hier stehen. Und. So. Ich setze hier mal einen Cut. Wir tun in der nächsten Folge mal alles, was mit Kristall zu tun hat, noch abschließen. Und dann laufen wir mit dem Ankylo ein bisschen weiter in die Höhle rein. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.